So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Landwirtschaftssimulator Let's Play, beziehungsweise meinem allerersten Let's Play überhaupt. Deshalb bitte ich um Entschuldigung, falls ich irgendwas falsch mache oder wie auch immer. Das könnt ihr dann alles in die Videokommentare reinschreiben, was ich besser machen könnte. Und ja, dann zeige ich euch mal hier im Prinzip das Menü. Da die Karriere, ja klar, das ist normal, so wie man es von den anderen Landwirtschaftssimulatoren Let's Play kennt. Genauso wie der Multiplayer. Da hat sich also im Prinzip nicht großartig was verändert. Die Tutorials sind meiner Meinung nach besser geworden. Da ist auch einfach vielfältiger und alles. Ja, wie man hier zum Beispiel sehen kann, die größten Teile sind eigentlich abgedeckt, was man da drin lernen könnte. Dann gibt es direkt direkt jetzt im Menü schon einen im Prinzip den Button hier Mods herunterladen. Da klicke ich jetzt mal nicht drauf, weil da werde ich mit dem Internet verbunden und komme direkt auf die Giants-Seite, wo ich dann Mods runterladen kann. Da sind Erfolge, die freigeschalten sind. Ja, kennt man auch aus dem alten Landwirtschaftssimulator. Dann klar die Optionen. Da seht ihr jetzt mal allgemein. Das ist einfach eigentlich genau gleich wie sonst auch immer. Die Credits, ja, das ist uninteressant. Und dann kommen wir jetzt mal zur Karriere. Fangen wir ganz unten mit dem Spielstand an. Machen wir auf einfach, weil ich wirklich gemerkt habe, dass Geld bekommen in diesem Landwirtschaftssimulator eigentlich viel schwerer ist als in den alten. Dann warten wir jetzt mal, bis es geladen ist. Geladen hat. Geladen wurde. Egal. Und was man vielleicht zwischendrin noch sagen kann. Ah, jetzt ist schon fertig. Ich spiele mit einem Controller. Und ja, wie man hier sehen kann, die Landschaft ist wirklich komplett neu. Die Farben sind viel besser, der Kontrast und alles. Dann ist viel detailgetreuer mit vielen Zäunen und Bäumen und die Berge. Also da haben sie Mapbauer für den LS Landwirtschaftssimulator 2013 sich schon was dabei gedacht. Dann springen wir mal hier in die erste Maschine. Ja. Die Grafik von den Geräten ist meines Erachtens auch besser geworden. Klar, das hängt davon ab, mit was für Computerleistungen man spielt, aber naja. Dann gehen wir weiter zum Drescher, weil wir haben hier eine Neuerung im Prinzip. Das ist, wir haben ein Feld am Anfang schon für uns. Und die restlichen Felder müssen wir alle kaufen. Das sieht man hier auf dem PDA. Alle weißen Felder, also alle weißen Nummern, die Felder haben wir noch nicht gekauft. Und die grüne, wenn die Felder, die Nummern dann grün werden, dann haben wir sie im Prinzip gekauft. Dann lassen wir jetzt hier mal der Helfer dreschen. Und der Helfer, den haben sie wirklich auch um einiges verbessert. Der richtet sich jetzt selber nach dem Feld aus und dann gibt es kein so ein im Prinzip durcheinander Gedresche und Gehäcksle mehr wie beim alten, wenn man mal falsch ansetzt. Jo, dann nehmen wir hier gleich den Bührer mit dem Hänger, dass wir den Drescher abtanken können. So, da gibt es noch irgendwas Gravierendes zum Sagen. Nö, jetzt spielen wir einfach mal. So. Dann nehmen wir da. Ach ja, genau. Hier die Kramer, die sind eigentlich, ich glaube, vier oder fünf Stück. Sind da auf der kompletten Karte verteilt. Im Prinzip an wichtigen Orten. Jetzt sehen wir hier. Sind wir am Kuhstall. Das sieht man auch an dem Symbol hier auf dem PDA, der Kuhkopf. Und
Ja, da können wir gerade auch mal ein bisschen rumfahren. Hier ist der Stall. Die Futtertröge kann man befüllen. Dann kann man den Futtertrog befüllen. Und man kann das Silo befüllen und dann aus dem Silo im Prinzip mit dem Futtermischwagen, was ich euch auch schnell zeigen kann. Futtermischwagen ist... Hier. Mit dem Futtermischwagen, entweder mit dem Radlader und dem Frontlader und der Schaufel, das Silo im Prinzip da separat in den Futtermischwagen rein kippen und dann mischen lassen, oder hier eben mit dem selbstfahrenden Futtermischwagen einfach aus dem Silo rauskratzen und dann die Futtertröge, wo ich euch vorher gezeigt habe, befüllen. Ja, hier die Kuhweide. Der Stall ist diesmal, soweit ich weiß, sogar zugänglich. Da gehen die Kühe auch rein zum Fressen. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Hier sind wir an der Schafweide. Hoppala, das war ein Baum. Ja, hier haben wir auch den Futtertrog. Im Prinzip gibt es hier nicht viel anderes zu sagen, außer dass man, dass hier im Prinzip, wenn die Schafe, werden nach der Zeit geschoren und dann kommt da irgendwo eine Palette mit Schafwolle. Nämlich genau hierher. Genau da ist sogar noch das Fragezeichen. Gucken wir gerade mal. So. Das könnt ihr ja ein bisschen kurz lesen. Da steht eigentlich im Prinzip drin, dass hier die Palette danach mit der Schafwolle drin ist, steht und man die dann in der Spinnerei verkaufen kann. So, jetzt sind wir hier beim Land. Handel bei der Gärtnerei oder so. Hier beim Landhandel, genau. Hier kann man in den Symbole, das ist ja auch eine Neuerung mit den vielen Tiere. Es gibt ja drei verschiedene Tierarten: Schafe, Kühe und Hühner. Und hier in den Symbole muss man einfach durchlaufen und dann hat man im Prinzip die Eier, die man im Rucksack eingesammelt hat, hat man dann verkauft. So, dann gucken wir jetzt mal zum Drescher, weil der könnte voll sein. Ja, genau. So. Das ist ein bisschen... Ja, der Drescher ist relativ sehr klein. Mit 1500 Liter Tankvolumen, so viel ich weiß. Und jetzt, wenn der Drescher, wenn der Helfer nicht richtig anhält, dann müssen wir halt richtig hinfahren, dass wir nicht ins Getreide fahren. Also wir versuchen hier, oder ich versuche jetzt hier schon sehr real zu spielen, also ohne über die Felder und über die Berge zu fahren und ohne durchs noch nicht gedroschene Getreide zu fahren. Also ja, ein Simulator soll ja auch Sinn haben, finde ich. So, machen wir PDA weg. So, und dann stellen wir den Drescher wieder richtig hin und lassen ihn weiter dreschen. Jetzt das bisschen da ist jetzt mal egal, wenn es der Helfer nicht mit drescht. Und hier könnt ihr jetzt wahrscheinlich auch gleich sehen, wie der Drescher selber an die Feldkante lenkt, dass er richtig drescht, sage ich jetzt mal, weil hätte ich das im alten Landwirtschaftssimulator, hätte ich da den Helfer so eingestellt, dann wäre der einfach quer durchs Feld gefahren und hätte gedrescht. Das wäre, ja. So, was können wir jetzt machen? Jetzt packen wir uns gleich mal der andere Traktor und grubbern. Die Physik von Landwirtschaftssimulator 2013 finde ich auch sehr viel besser geworden.
der, also meiner Meinung nach, merkt man im Prinzip die schweren Anbaugeräte mehr oder deutlicher, oder zum Beispiel wenn der Hänger leer ist und voll ist, dann merkt man einfach deutlicher, dass das eben so ist, und dann fährt der Traktor auch wirklich langsamer und lauter so Sachen. Das Stroh, das grubbeln wir jetzt erstmal unter, weil ja, wir haben noch keine Presse und dann bringt es uns ja nichts. Oh, bin ich zu schnell gefahren. Was wir jetzt hier unten rechts über der KMH-Anzeige noch sehen kann, was auch eine Neuerung ist und ich finde gut gemacht ist, ist, dass, also welches Gerät man im Prinzip ausgewählt hat. Also hier, wie man jetzt sieht, ich habe jetzt hinten den Grubber ausgewählt, dadurch ist das Zeichen, Symbol, wie auch immer, hinten erleuchtet, heller gemacht hat. Ja, jetzt dürfte wahrscheinlich auch bald sogar der Drescher schon wieder voll sein. Der warten wir jetzt eigentlich nur drauf. Und ja, wie gesagt, das könnte sich jetzt am Anfang noch ein bisschen hinziehen mit wenig Felder und kleinen Maschinen, weil einfach das ist viel, viel schwieriger geworden, dass das Feld, dass man Geld kriegt, rückt. Und da ist fährt der Drescher schon das Rohr raus, was heißt, dass er meines Wissens nach 80% Füllvolumen hat. Ja, hier sieht man jetzt auch wieder eine Neuerung, und zwar das sind Missionen, die man einstellen kann, dass sie alle 5, 10, 20 Minuten, glaube ich, kommen, und da kann man sich nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Aber da wir jetzt noch keinen Frontlader mit Palettengabel haben, müssen wir die Mission leider ablehnen. Und dann können wir eigentlich gleich die Missionen erstmal runter, also sagen, dass sie nie kommen, weil wir am Anfang einfach kein Geld haben zum uns sowas kaufen. Also ein Frontlader mit Palettengabel und Mähwerk gibt es auch noch Missionen. Dann sehen wir hier noch die Karte mit den einzelnen Wachstumsstadien. Wie man hier sieht, ist auch eine Neuerung. Mittlerweile kann das Getreide sogar verdörren. Also man sollte nicht zu lang warten, bis das Zeug wächst. Beziehungsweise, dass es zu weit wächst. So, wie weit ist der Drescher? Gut, der ist voll. Dann steigen wir da gerade mal aus und laufen zu dem Führer hin mit dem Kronehänger. So. Was es so vielleicht noch ein bisschen Wissenswertes von mir gibt. Ich habe selber keine Landwirtschaft, bin aber des Öfteren in der Landwirtschaft tätig. Also ich habe viele bekannte Freunde, die einen Hof haben, und da fahre ich dann auch. Und ja. So, stellen wir den wieder da rüber. So. Dann grubbeln wir mal weiter. Was ich auch noch sagen wollte, meine Videos werden immer so um die 15 Minuten rum sein.
Und wenn ich gerade auf die Zeit gucke, ja, wir haben jetzt genau 15 Minuten vorbei. Dann werde ich mich mal verabschieden bis zum nächsten Video, das bestimmt folgen wird. Bitte schreibt einfach Verbesserungswünsche und so weiter in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal. Und ja, tschüss.